Und falls ihr mal hierher kommt, vergesst eure Drachen nicht, weil hier ist immer schön Wind, hier ist immer tolles Drachenwetter. Vielleicht nicht ganz so einen großen hier, weil der junge Mann, der fliegt gleich mitsamt dem Drachen weg. Wir haben unsere auch dabei. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, die fliegen zu lassen, aber das müssen wir auch noch schaffen. Man hat hier einen gewissen Freizeitstress. Ich bin jetzt auch mal dazu gestoßen mit Annaloni zum großen olympischen Sportevent von Moritz. Ist jetzt kein olympisches Sportevent gewesen, aber ein Sandbau-Event. Olympisches Sandburgenbauen gibt es gerade. Und wo wir gerade schon mal am Strand sind heute Morgen, hier hinten gibt es noch einen Kinderspielplatz, haben wir gerade gefunden. Das ist am Gate 2. Ich glaube, es gibt hier bestimmt 6 oder 7. Ich weiß gar nicht, oder 8 Zugänge zum Strand. Also wenn man hier so guckt, ist immer Zugang, wo ein kleines Restaurant oder so ist. An jedem Zugang hier, dann hier und dann geht es immer so weiter. Das hier hinter mir ist übrigens das Zentrum bei Tag mit all den Einkaufssträßchen und Gästchen, was es so gibt und Geschäften, was es so gibt. Wir wollten nur die Mittagspause mal nutzen, um uns ein bisschen auf dem Campingplatz umzugucken. Mal zu gucken, was es so für Unterkünfte gibt, was vielleicht auch für einen nächsten Aufenthalt nett sein könnte. Ja, und welche Campingplätze besonders toll sind und welche vielleicht, wobei die meisten sind im Schatten, aber es gibt halt so vereinzelt welche, die nicht so im Schatten sind und jetzt wollten wir halt mal gucken, welche besonders toll sind. Genau, und der Rundgang startet in unserem unterzirpenden Dingern hier. Genau, da haben wir zuvor gewohnt. Ja. Also hier, das sind diese Gartenvillas. Ja, toll. Das sind ganz viele, das ist wie so ein Wohngebiet. Die sind schon sehr modern und sehr schick und die liegen quasi am Ende des Campingplatzes. Also die Villen lagen, jetzt muss ich überlegen. Die Villen sind hier. Hier, genau. Und hier sind ist die Villen und da ist das Meer und das ist wirklich nicht weit. Also man läuft nicht lange. Also das ist wahrscheinlich die edelste Art der Unterkunft hier, aber wenn man Privatsphäre will und ein bisschen Luxus, ist das hier perfekt. Kenne ich auch so vom Campingplatz bisher noch gar nicht. Nee, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und was man wirklich sagen muss, was mich beeindruckt hat, wir hatten jetzt 3 verschiedene Unterkünfte und die waren alle picobello sauber. Also ja. Das kenne ich gar nicht so von den Mobilheimen. Also war wirklich alles picobello sauber. Geben Sie ja Mühe, aber jetzt muss ich mal den Ding da oben ausschalten. Annaloni hat gerade, guck mal, hat gerade den Weg vom Meer zum Aquapark eingezeichnet. Aquapark ist im Zentrum des Ganzen. Also wenn man den Park möchte, ist hier. Also das ist der Aquapark, ne, mit den riesen tollen Rutschen und dem Wasserpark und so. Und da führt die Einkaufsstraße hier hin mit vielen Restaurants und Einkaufsläden und kann man Eis essen und schön sitzen und so. Ja, und dann gibt es verschiedene Gates, wo es zum Strand geht. Mhm. Und hier ist dieser Wasserpark auf dem Meer, also wo man drüber klettern kann. Verschiedenste Unterkünfte und ganz viele Stellplätze. Hier die grünen. Und das sind Stellplätze. Und hier ist der Hundebereich. Das sind Unterkünfte, Hundebereich und die ganzen Unterkünfte, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Und wir würden eigentlich ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein oder immer empfehlen, doch nahe am Aquapark zu sein. Also hier so, also irgendwo hier so in dem Umkreis. Dass man in der Nähe vom Zentrum Aquapark ja. ist. Ja, und direkt neben den Gartenvillas gibt es auch hier hinten so ein bisschen einfachere Unterkünfte, also nicht ganz so luxuriös wie die Gartenvillas. Und auch hier, also man muss sagen, es gibt hier solche. Es gibt sehr viele Kategorien. Komfort und die Standard und Luxus und da muss man sich aber am besten auf der Webseite mal wirklich ein Bild machen. Also wir nähern uns jetzt gerade Richtung Aquapark an, sind mittlerweile hier gelandet. Hier sind die Häuser, die du jetzt zeigst. Die grünen. Okay, das sind dann so diese hier. Man sieht, es sind so ein bisschen ältere, wahrscheinlich günstigere, aber dafür halt unheimlich nah am Wasser dran und unheimlich nah am Aquapark dann auch vor allem dran. Das hier sind die Deluxe-Häuser. Hier kannst du dir mal zeigen. Das sind die Deluxe-Häuser. Also ihr seht schon, es gibt so viele Kategorien. Also da hinten sind noch die grünen Häuschen von eben. Hier, das sind dann solche kleinen, ganz schicken, relativ großen. Hier klein, ist eins klein, ganz schicken. Hier ist eins leer, glaube ich, hoffe ich. Nicht, dass die Leute hier überrascht, also im großen Balkon. Ich glaube, da können 6 Leute oder so rein, habe ich mal irgendwo gelesen. Und die wären ehrlich gesagt einer meiner Favoriten hier.
hier vielleicht? Am Ende, ich könnte gar nicht sagen, welche am schönsten ist oder nicht am schönsten. Ich finde die alle toll. Eine Klimaanlage haben sie alle, das ist super toll. Richtig. Und dann gibt es natürlich welche am Strand, welche in der Mitte. Und das muss man halt einfach gucken, was einem da am liebsten ist. Man muss bei der Größe auf jeden Fall 2 Tage einberechnen, bis man sich richtig auskennt. Also bis man wirklich weiß, wo der Weg zum Supermarkt ist und Aquapark. Hat man mal so 1-2 Tage gebraucht hier. Und ich muss sagen, wir hatten erst so ein bisschen Angst vor den 2 Wochen, weil ich dachte, wir kriegen hier einen Lagerkoller. Wir sind das ja gar nicht gewohnt, 2 Wochen an einer Stelle zu sein. Aber dieser Park hier oder dieser Campingplatz ist so groß und bietet so viele Möglichkeiten, dass wir locker noch 2 Wochen bleiben könnten. Ja, also irgendwie die 2 Wochen sind zu schnell vorbeigegangen. Zu kurz gewesen. Und wer hier mal ganz exklusiv wohnen will, da hinter uns gibt es, die sind direkt am Strand, die heißen Marina Lodge. Da gibt es dann hier einen Whirlpool, sehe ich hinten. Whirlpool. Und man ist halt direkt am Strand. Ein Whirlpooli. Und einen riesen Rasen haben die. Guck mal, die können Golf spielen. Ich muss ja sagen, die Nähe zum Strand ist uns jetzt gar nicht so furchtbar wichtig gewesen. Die Kinder, weil alles kurze Wege sind. Also es ist kürzer als gedacht irgendwie. Und die Kinder haben fast Aquapark noch ein bisschen mehr gemocht wie Meer. Aber natürlich auch sehr zentral, ne? Weil du bist hier direkt am Strand, direkt hinter dieser Düne hier. Und hier ist natürlich auch der Pool, ne? Also wenn du hier das Ding hast, dann bist du ganz mittendrin auch. Kosten aber wahrscheinlich auch ein paar Mark 50, Euronen, würde ich es mal sagen. Und direkt neben diesem Marina Lodge sind hier im Hintergrund die Green Lodges, heißen die. Die haben jetzt einen Hauch weniger Komfort, Luxus, glaube ich, aber sind auch direkt am Strand und es sind deutlich mehr. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass der Marina di Venezia ja in allererster Linie ein Campingplatz ist und es hier einfach unfassbar viele Stellplätze gibt. Also der hat ja eine Kapazität von 12.000 Leuten, die man hier unterbringen kann. Der absolut größte Teil sind eben Campingplätze. Und was man hier wirklich sagen kann, dass die super, super gut im Schatten alle sind. Also wo man hier schaut, in welcher Reihe auch immer, sind die Plätze eigentlich komplett beschattet. Also hier, verschiedenste Bäume. 3, 5, 3, 6. Also ich bin echt begeistert von den schattigen Plätzen hier, weil wir waren mal in Italien vor Jahren auf dem Campingplatz. Ein ganz schlimmes Erlebnis. Da sind wir nach 3 Tagen abgereist, weil die Kinder krank waren und es so eine Affenhitze war. Wenn die Sonne auf so einen Wohnwagen brettert den ganzen Tag, das hältst du nicht aus. Und hier muss man wirklich sehr viel Pech haben, wenn man hier einen Platz erwischt, der irgendwie keine Bäume über sich hat. Katrin notiert genau, wo gute Stellplätze sind. Aber irgendwie sind sie alle gut. Ich glaube, nächstes Jahr kommen wir wieder mit dem Wohnmobil. Ja. Zurück von unserem kleinen Rundgang. Wir haben jetzt gedacht, wir könnten euch und auch uns sagen, wo so die besten Plätze sind und was die besten Unterkünfte sind. Aber irgendwie, wie ihr gesehen habt, gefühlt ist alles gut. Vielleicht gucken, dass man ein bisschen zentral was findet. Beschattet sind auch die ganzen Stellplätze. Also alles gut. Schwierig da. Eigentlich kann man da gar keine präzise Empfehlung machen. So, wir sind wieder direkt auf dem Weg zu meiner Lieblingsbeschäftigung, Brötchen holen auf dem Longboard. Was werde ich das vermissen? Ich habe heute die Analoni dabei als Verstärkung zum Brötchen holen. So, hier drüben stellt man die Fahrräder ab. Bankautomat gibt es auch. Guck mal, hier kannst du abstellen. Okay, gehen wir mal rein. So, ein Wagen. Magst du den fahren? Ja, und hier gibt es wirklich alles in dem Supermarkt. Also richtig schön groß. Preise sind auch ganz normal. Und das ist so ein bisschen, wie man es von Lidl kennt hier, dieses Bedienkonzept. Man kann sich die Sachen einfach rausnehmen, was man will. Finde ich persönlich ganz angenehm. Und die Kinder haben auch jede Menge Spaß beim Brötchenangeln. Ach, die wollen wir eigentlich gar nicht. Ne? Da kriegt sie jemand anderes. Mal eins wenigstens, des Anstands wegen. Tschüss hier rein. Und Blums. Ja, eins, genau. Dankeschön. Blums. Ich habe gewundert, warum es hier so dunkel ist hier drin. Sonnenbrille noch auf. Nutella haben wir, Maus. Hier gibt es dann Müslis und so Sachen, Marmeladen. Also es gibt einfach alles.
Und das Gute ist, das Preisniveau ist jetzt vielleicht ist es 10-20% teurer wie draußen, aber es ist höchstens ein bisschen teurer vielleicht. Und das finde ich schön, weil gerade wenn du mit dem Wohnmobil hier bist, ist das Gold wert, weil dann kannst du eben nicht eben mal immer rausfahren zum Einkaufen. Bist du auf sowas angewiesen, wenn man dann so einen Mini-Campingplatz, Supermarkt hat, wo irgendwie alles das Vierfache kostet, dann ist das dann auf Dauer ein bisschen blöd. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung noch die Maske hier vergessen, muss man natürlich auch aufsetzen, die gehört natürlich auch dazu. Und die Sachen, die liebe ich ja auch hier, die gibt's, das ist auch so eine typische Italiener-Sache irgendwie, eine Italien-Sache. Gibt's bei uns gar nicht, alles so zum Kaffee. Ich glaube, dann nehmen wir auch mal direkt da was mit. Dreierpacks gibt's hier, witzig, genau. Eigentlich perfekt für uns. Moretti, Bira und weiter geht's. Dann noch eine schöne Latte. Nichts Falsches denken, das heißt hier wirklich so. Und hier hinten gibt es dann noch so eine Frischbäckereitheke und vor allem eine Fleischtheke mit Essenssachen. Keine, nur die kleine mit Vanille. Vanille, okay, dann nehmen wir zwei kleine mit. Das hier ist das italienischste überhaupt für mich. Das sind Croissants. Normalerweise sind die groß, jetzt die kleine Version. Das sind keine Croissants, das sind Berliner mit Vanillefüllung. Ist für mich die absolute Italien-Campingplatz-Kindheitserinnerung Nummer 1. Müsst ihr mal probieren, Berliner mit Vanillefüllung. Da gibt es dann noch so Essenssachen für mittags, verschiedene. Schnitzelbrötchen. Was mir hier empfohlen worden ist, sind Brathähnchen, die man hier vorbestellen kann oder auch so essen kann. Und zuletzt, lustig, hier gibt es Wein, kann man sich hier die Flaschen nehmen und hier dann an diesen Hähnen abfüllen oder wahlweise direkt den Mund runterhalten und reinlaufen lassen, also wie man es will. Kostenpunkt, so, ich bin kein Weintrinker, aber vielleicht gibt es da einen ein oder anderen edlen Tropfen. Sieht jetzt irgendwie für einen Weinkenner, glaube ich, ein bisschen schwierig aus, aber vielleicht kommt da ja was ganz Leckeres raus hier in Italien. Und natürlich ein Weinregal, was dann noch mal länger ist als die Käsetheke, Wursttheke, Müsli-Theke und alles zusammen. Das geht noch mal durch den ganzen Supermarkt durch. Einmal Wein. Da merkt man dann, dass man in Italien ist. So, jetzt zur Kasse zu deinen Kaugummis. Ha? Ganz importante. Wir haben die Kaugummis gefunden. Juhu! Zeig mal her. Und drin. Hilfst du mir beim Aufladen? So, das war der Supermarkt, also wirklich sehr schick und top. So war es noch nie gesehen auf dem Campingplatz, ehrlich gesagt. Jetzt gehen wir noch kurz zum Obstladen, der ist nämlich schräg gegenüber. Brauchen noch ein bisschen Obst für heute. Und Trauben sind hier einfach am besten. Hier könnte man sich noch den Saft frisch pressen, nur der kam leider nicht so gut an bei uns zu Hause, deswegen gibt es den nicht. So, das war's. Obst eingekauft. Hier gibt es übrigens noch eine Art Bäcker und kleine Pizzastube. Also es gibt hier ohnehin diese ganze Zentrostraße runter. Es gibt hier so viele Sachen. Kann ich jetzt hier überhaupt nicht zeigen, aber es gibt viel. So, Fahrrad alles noch da. Dann satteln wir mal die Pferde und nach Hause. Hm? So, da wären wir wieder. Wir testen hier gerade ein italienisches Produkt. Und Moritz, wie ist das? Lecker. Ein Strohhalm, wo schon Kakao und so Sachen eingebaut sind. Und? Ist lecker. Einhornsüß, würde ich sagen.